Tralalalalala, der Christoph ist zum Aufnehmen da. Was? Gott. So, guten Tag. Montag, es regnet in Minecraft. Zweite Aufnahmesession, zweite Woche. Es regnet und 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 regnet. Ja, warum regnet's? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wegen schlechtem Wetter oder so. Echt? Ja. Glaubst du nicht? Doch. Nein. Doch. Es regnet. Hier immer noch fröhlich in meinem Haus dran. Nee. Doch. Soll ich dir was verraten? Ich bin auch an deinem Haus dran. Letzte Folge mussten wir ja feststellen, dass der Dude nichts zu tun hat und dass ich ihm mal eine Aufgabe geben muss. Zu. Verstehst du? Zu. Wieso wird das alles dunkler hier? Was ist denn hier los? Man meint, es wäre Nacht. Ach, es ist Nacht! Sollen wir mal den Regen abstellen oder sollen wir weiterarbeiten? Immer den Regen. Flupp! Ich beschwöre dich, Regen! Hör auf zu regnen! Hör auf zu regnen! Und es hört auf zu regnen, siehst du? Wie ich das einfach nur drauf hab, Mann. Wie ich das einfach nur kann, Alter. Ich bin voll der Könner, weißt du? Kunst kommt übrigens auch von Können, ne? Ich sag jetzt mal doch nichts. Ja, du musst da auch aufpassen mit, weil wenn es von Wollen kommen würde, würde es ja nicht Kunst, sondern Wulst heißen. Was? Ja. Na, Christoph, hat mal wieder Fusch am Bau, ja? Was? Wenn ich mir das hier so angucke? Nee. doch. Wie er hier gefuscht hat, guck dir das an. Fuschen, das ist, wie er hier mal eben das Haus in die Luft hängt, weißt du? Eins nice Statiker. Alles hochprofessionell. Eins nice Professionalität. Ja, genau. Ach ja. Manchmal. Christoph. Übrigens hatte ich dich letzte Woche nach dem Excavator gefragt und schon gecraftet. Nein. Okay. Nicht? Was er erzählt mir, ich hätte nichts zu tun, aber macht seine Hausaufgaben nicht. Ja, ja. Nee, ich mache jetzt hier noch das Dach fertig und dann. Dann ist es zu spät, dann brauche ich ihn nicht mehr. Bis dahin habe ich das Haus wahrscheinlich schon komplett untergraben. Genauso wie deine Autorität immer untergraben wird. Was? Bitte? Spinni! Ich glaube tatsächlich, bei der Größe von dem Dach wird das Holz, was wir produziert haben, niemals reichen. Ja, dann darfst du bitte einfach nochmal neu aussäen und dann geht das schon. Das reicht dann auch. Deswegen wollte ich ja damals eine riesige Fläche haben, wo nur Bäume drauf wachsen. Aber irgendwie ist das nie draus geworden. Ich hatte das ja damals in der Version 1.4.7 zu Zeiten meines Let's Play Begins bis in den ersten 500 Folgen hatte ich das ja auch so. Da war eine Baumfarm, wo von jeder Baumsorte eine Reihe aufgestellt worden ist. Das waren immer 8 Bäume. Ja. Warum machen wir das jetzt nicht hier? Das ist damals vom MS nicht gewollt worden. Ja, ja, wäre zu aufwendig. Wäre so, zu aufwendig, etc. Aufwendig gibt's und es würde nicht ins Design passen. Und MS war ja damals hier exquisit oder exklusiv dazu auserkoren, Designs zu fertigen. Was er ja auch bis dato gut hingekriegt hat. Dato. Ja. Bis dato. Er ist ja momentan nicht dabei, deswegen kann man ja jetzt auch nichts dazu sagen. Also, er hat das bis dato gut hingekriegt und ich hätte ganz gern, dass er auch weiter designt, aber ich hätte auch ganz gern irgendwann wieder eine Baumfarm, wo alle benötigten Bäume einfach schlichtweg einmal aufgestellt werden.
Ja, dann tät ich sagen, machen wir das ganz einfach so, dass wir die Baumfarm hier unter das Haus machen, dass wir unten einen Riesenbereich ausheben und dann da eine unterm Haus. Baumfarm. Unterm Haus, genau. Weil ich würde jetzt, oder wir können auch hier hinten, wo also der ich hätte jetzt einfach eine riesige Fläche freigeräumt mit dem Füller oder was und wäre dann da rangegangen. Genau, Mann, also mir ist das egal. Geht beides. Ja, mal gucken. Ich meine, wir sind ja noch ein Momentchen hier, bis dann das neue Modpack kommt. Und dann gucke ich mal, ob ich diesen World-Type hier konvertieren kann. Oder aber, ob wir eine neue Welt anfangen müssen. Könnte schwierig werden. Boah, gut, aufgrund der Fülle der Mods und einige sind ja nicht mehr drin, aber ganz ehrlich, du kannst ja immer mit Alternativblöcken wieder umbauen. Das sieht dann halt nur ein bisschen anders aus. Und das technische Grundgerüst müsstest du dann halt nochmal verändern. Wir müssten vom Grundgerüst her gar nicht so viel umbauen, weil wir haben Biome of Plenty drin und Biome of Plenty habe ich auch drin. Also. Das, ja, aber darum geht's bauen, ja nicht. Das geht ja um die verwendeten Technikmods. Tinker's Construct, Buildcraft, Thermal Expansion und Thermal Expansion hat in der Version 1.7.0 eine unfassbar heftige Änderung erlebt. Ja, aber die habe ich auch drin. Aber trotzdem ist es eine Veränderung. Das hat unter Umständen dann zur Folge, dass es diverse Block-IDs so in der Form gar nicht mehr gibt. Also muss korrigiert werden. Ja, das kann durchaus sein. Das wird passieren, das weiß ich. Ist ja nicht so, als hätte ich mich nicht damit beschäftigt. Ich kann ja einfach mal zum Spaß nach der Aufnahme mir die letzte World-Kopie nehmen, die du mir zugeschickt hast, und kann einfach mal die in mein aktuelles Modpack reinhauen und mal gucken, was passiert. Ja, würde mich mal interessieren. Weil dann sehen wir auch, was bleibt und was von den Block-IDs her komplett umgeworfen wird, weil ich denke mal, es wird ziemlich viel umgeworfen, weil es sind teilweise Blöcke dazugekommen und dann werden IDs verschoben von den Entwicklern, das kennt man ja. Ja. Das passiert auch recht häufig. Ja. Deswegen update ich ungern meine Mods. Also ich update schon, aber... Naja, aber zwangsläufig werden wir ja nicht drum rumkommen, hier ein Update einer größeren Größenordnung zu fahren, weil es ja nun mal nicht ausbleibt. Ja, weil wir sehen ja, wie viele Bugs hier drin sind. Und wir sehen ja, dass es Möglichkeiten gibt, die wir nicht nutzen können. Richtig. Zum Beispiel mit dem Travelers-Zeug. Richtig. Nee, das ist schon richtig. Update wird so und so irgendwann kommen, weil... weiß nicht, irgendwann... Kurzum, es wird ein neues Modpack gehen und im schlimmsten Fall muss die Welt neu gestartet werden. Es ist ja nicht so, als würde ich mir die Welten nicht aufbewahren. Und es ist ja auch nicht so, als würde ich die Versionen und die Packages, die ich hatte, um diese Welten zu spielen, dass ich die auch noch irgendwie verliere. Ich archiviere ja alles, ich lösche ja nichts. Richtig. Ja, also für die Leute, die dann sagen, ja, aber dann ist ja alles weg. Nein, eigentlich nicht. Wir spielen vielleicht in einer anderen Welt, aber ich habe die ganzen Welten alle noch da. Das hast du im Übrigen auch gut gesehen an der Folge 1000, wo ich dann plötzlich in der ganz alten Welt wieder stand mit dem MS und TK4711. Also man kann es ja eventuell so machen, dass man, ich weiß nicht, inwiefern hast du was an den IDs geschraubt? An den ich habe noch gar nicht geschraubt. Man kann es ja eventuell so machen, dass man... Die Configs sind geschraubt. An den Configs ist viel gemacht. Allein schon wegen der Ore Generation, die Thermal Expansion mitgebracht hat. Man kann es ja eventuell so machen, dass man sagt, man... stellt zum Beispiel die Modliste zur Verfügung, die gefahren wird, und stellt dann die Welt zur Verfügung, und dann können sich die Zuschauer ihre Mods selbst konfigurieren auf der Version 1.6.4. Soll es Zuschauer geben, die sie noch spielen wollen. Und ja, ich denke wohl, diesmal kann ich sie ja wirklich auch mal zum Download freigeben. Die andere habe ich noch gar nicht freigegeben. Das liegt aber daran, dass auf der anderen halt immer noch mal ein bisschen was passiert und ein bisschen was ausprobiert wird. Also auf der älteren Welt, die vor der Folge 500 zum Einsatz kam. Immer noch.
Ja. Das ist ein genialer Vanilla-Seed. Deswegen setze ich das ab und an ganz gerne nochmal ein zu Ore-Generation-Testzwecken und sowas. Ja. Das ist ein spezieller Seed, oder? Das ist, eigentlich ist es ein Zufallstreffer, aber am Ende ist es dann doch ein ziemlich spezieller Seed, ja. Der geht auch nur in der Version 1.6.4. 1.4.7. 1.4.7 sogar. 1.4.7. Dann könntest du mir den ja mal zur Verfügung stellen. Muss ich mal gucken. Muss ich nachher nochmal gucken, dass ich den da habe. Gerade griffbereit. Den habe ich garantiert irgendwo im Archiv. Und das Archiv ist in der Regel nicht am Rechner und läuft nicht permanent mit. Sonst wäre es ja kein Archiv. Richtig. Oh, Nightbeat, following the stream. Lang nicht mehr gehört. Oh Gott, ich bin schon wieder... Hast du gedacht, es wäre Straylight, oder was? Nee, ich bin schon wieder out. Illusion der Chillerei. Also Holz ist hier... Alter, das... Was ich hier verbrate, das ist echt nicht mehr normal. Tja. Ich zerpflück dir hier den ganzen Boden übrigens. Ich hebe nur eine Lage runter, ne? Ja, das ist richtig. Ich bin aber immer noch nicht sicher. Vielleicht finde ich wieder irgendwas, was gut aussieht. Irgendwie in einem Boden, der da... Du kannst mich nicht auf den Boden legen. Nee, ich habe echt noch keine Idee, was ich für einen Boden reinmache. Ja, du müsstest ja auch verschiedene Böden reinmachen. Es sind ja verschiedene Bereiche in diesem Haus. Ja, schon, aber irgendwie, Nimm doch Cobblestone. Kann Cobblestone ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Vielleicht eine Ziegelstein-Variante oder eine gefärbte Variante. Oder vielleicht ein Ziegelstein generell. Einen weißen Ziegelstein vielleicht. Ach, ich weiß nicht. Übrigens muss man so ganz nebenbei meine Kehle so ein bisschen befeuchten. Wen musst du befeuchten? Du Ferkel. So, soviel zum Thema Excavator, mein Freund. Du hast noch nicht mal angefangen und ich bin fertig mit dem Bodenaushub. Arbeitest du auch zwischendurch mal oder quatschst du nur, was? Nein, ich arbeite tatsächlich. Nein, ich musste etwas flüssiges Material zunehmen. Das ist so ekelhaft. Ja, gleich wieder zweiter, ich denke. Ich nehme auch ab und an was Flüssiges zu mir, aber das mache ich doch nicht in der Aufnahme. Was sollen denn die Kinder denken? Temperatur im Raum steigt schon wieder. Die Temperatur steigt an, mir wird ganz heiß. Was? Ich bin gerade echt so ein bisschen am Spitzen. Bin schon wieder bei 25. Alter, 25 Grad ist nicht normal. Bin froh, wenn mein Laptop endlich läuft. Warum? Ist dein Rechner irgendwie, wird er noch mit Feuer betrieben oder was? Nein, der Rechner, der produziert so eine enorme Hitze. Lass mich raten, AMD? Nein, Intel. Was? Dann produziert er aber keine Hitze. Wenn er dann Hitze produziert, dann ist was nicht richtig an deiner Konfiguration, weil Intels werden von Haus aus nicht ganz so warm. Die werden auch nicht ganz so warm, nur ein bisschen Energie, ein bisschen Hitze reicht halt schon, um den Raum hier warm zu machen. Wohnst du in einer Alufolie? Die Frage ist gerechtfertigt. So, so okay. Man muss dazu sagen, mein Raum speichert Hitze unheimlich schlimm. Deswegen ja, habe ich mir für hier auch eine Klimaanlage besorgt, weil das ist auch der feine Herr hat eine Klimaanlage. Mhm. Ja, weil es ist im Sommer so erträglich, ist so unerträglich warm, das ist unfassbar. Ja, Klima habe ich nur im Auto.
Und was mich wundert, der Rahmen von der Quarry ist immer noch irgendwie sichtbar. Ja,